Auf diese Weise entsteht auch ein Twitter-Account namens Bonito TV, der Produktionsfirma von Harald Schmidt. Der Humor täuscht viele. Zitat: Nach 10 Jahren Pause kommt Mareike Amado zurück ins Fernsehen. Natürlich erst nach dem Gang durch die chirurgische Zauberkugel. Und auch hier fallen selbst Medien wie die FAZ auf den Fake herein. Wir treffen den falschen Harald Schmidt. Der Internet-Showmaster Rob Vegas wollte mit dem Rollentausch auf sein eigenes Comedy-Talent aufmerksam machen. Allerdings fürchtete er auch rechtliche Konsequenzen. Ich hatte schon Angst, dass der Herr Schmidt ein wenig sauer werden könnte, weil er ja auch nicht weiß, wo es herkommt. Aber ich habe ziemlich stümperhaft begonnen, habe einfach die Sendung kommentiert und habe dann aber gemerkt, das funktioniert nicht. Man muss wirklich Gags bringen und man muss so ein bisschen hinter den Kulissen, was da abläuft, erzählen. Und das habe ich mir dann so aus Interviews, aus Videos, aus persönlichen Stellungnahmen seiner Kolumne so ein bisschen zusammengereimt und das haben viele geglaubt. Nach einem Jahr lässt Rob Vegas die Blase platzen und macht die Follower auf seine eigene Show im Internet aufmerksam. Denn sie soll das eigentliche Sprungbrett für eine Fernsehkarriere sein.